Wollen wir jetzt zu Dings machen, zu Galactus bauen? Jetzt gehen wir zu Galactus. Jetzt geht's richtig los. Einmal den Lamborghini von Tony Stark und Tony Starks Fähigkeiten. Ja. Das brauchen wir safe, Leute. Boah, das sieht zu krank aus, ne? Galactus, der Bratan. Ey, ich bin echt gespannt. Überleg mal. Travis Scott war die Hälfte von Galactus. Hast du das Video gesehen? Zu krank. Das ist zu krank, Alter. Live-Event ist gleich, Leute. Guck mal, wie nett der zu uns ist. Der greift uns nicht an. Euch hätte er schon längst attackiert. Ja, ja, euch hätte er angegriffen. Bro, wir müssen das machen, so wie letztes Mal. Da sind wir ja, doch von wir oben auf die Bounce-Pads und dann sind wir durch die unsichtbare Barriere durch, ne? Aber das Ding ist, wir müssen das von unten machen, weil oben ist ja stimmt, so eine... Stimmt, ja, wir müssen das von unten machen. Noch nichts machen, ne? Bro, ich sag dir ehrlich, wenn du die Idee gleich hörst, du wirst durchdrehen. Du wirst wirklich... Bro, das wird wirklich klappen jetzt, ne? Erzähl. Pass auf, wir werden jetzt, ne, Bro. Eine Rampe? Bro, Rampe. Ja. Und Bro, dann düsen wir mit Schub runter, fliegen hier auf die Bounce-Pads und dann zu Galactus. Das ist krank. Das ist das zu ist krank. Sag ich doch. Sturzpots, das ist gut. Bro, das wird zu krass. Wir machen es einmal ohne Sturzpolster und einmal werfe ich Sturzpolster kurz vorher rauf bei dir, dass wir reinbacken. Hier, ich hab Sturzpolster. So, Leute, seid ihr ready? Jetzt gib Gas. Bro, lass doch das Auto und jetzt. Was ist dein Problem gerade? Wie kann... Das Auto hat doch eh unbegrenzt Treibstoff. Ja, lass es doch unten stehen. Das fällt doch runter. Du kannst doch... Du machst das Auto doch kaputt. Bau doch erstmal die Rampe. Er fährt einfach random die Rampe hoch, obwohl wir nicht mal fertig sind. Bro, ich baue jetzt einfach... Guck mal, Leute, wir machen das jetzt so breit hier. Und dann baue ich die Rampe gleich runter einmal. Nein, bist du bereit oder was? Leute, seht ihr da? Diese drei Dinger... Erklär es, du sollst nochmal den Plan erklären. Also, Freunde, wir haben vor uns eine richtig fette, dicke, imaginäre Wand. Diese Wand können wir nicht einfach durchbrechen. Wir brauchen dafür ein Geschütz. Und zwar ist das Auto unser Geschütz, denn ein LKW wiegt viel. Es wiegt nicht eine Tonne, es wiegt mehrere Tonnen. Und deshalb habe ich meinen Verbündeten Stani hierher geholt. Guckt euch dieses Gesicht an. Dieses Gesicht sagt mehr als 300.000 Worte. Dieses Gesicht wird gleich dazu führen, dass wir diesen Galactus gleich besuchen gehen. Aber wir müssen das natürlich mit Geschwindigkeit machen. Deshalb haben wir diese ultimative Rampe gebaut. Und da hinten haben wir Bouncers. Diese Bouncers werden uns auf diesen gewissen Schub geben, damit wir gleich durch diese imaginäre Wand gehen. Stani, bist du bereit? Ja! Ich bin bereit. Willst du der Autofahrer sein? Mir ist das egal, du kannst auch fahren. Willst du gleich mit übertrieben schneller Geschwindigkeit anfangen? Mit Lichtgeschwindigkeit! Nein, Bro, diese Würde musst du für uns übernehmen. Du musst hier gleich reingehen, ich werde als Beifahrer reinsteigen. Los, steig ein! Galactus! Willkommen, Galactus! Willkommen! Bist du bereit? Ich bin bereit, SU! Los! Leute! Ab geht's zu Galactus! Oh mein Gott! Oh! Bro! Das war's, Leute! Es geht los! Live-Event geht los! Amen. Oh! Oh mein Gott! Hier! Yeah. Ich bin Ego! Wir sind runtergefallen! Versuch Nummer 1, fehlgeschlagen. Das nächste Auto steht bereit. Du hältst wieder die Rede. Steht bereit. Diesmal wird es keine großartige Rede geben. Denn Taten lassen mehr als Worte sprechen. Und deshalb steig ein, mein Freund. Diesmal bin ich Autofahrer. Steig ein. Hey, Bro, Vorsicht. Steig ein. Ja. Okay, Freunde, macht euch bereit. Bro, was machst du da mit dem Auto? Du wackelst so. Steig ein. Okay, Bro. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Galactus, hier kommt du Hund! Galactus, du wirst unsere Fortnite-Welt nicht kaputt machen. Nicht du! Wir werden nicht stoppen. Bist du bereit? Bro, du musst längs links fahren. Einer mit ist kaputt, ne? Seid ihr bereit? Es Bro! Galactus! Speed im letzten Moment, Speed im letzten Moment, Speed im letzten Moment. Wir werden immer schneller, wir werden immer schneller, wir werden immer schneller, wir werden immer schneller, wir werden immer schneller. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Galactus! Galactus! Und Gas geben! Bam! Ja! Wir fliegen! Wir fliegen! Let's go! Galactus. Ab geht's, Leute! Oh mein Gott, wir fliegen wirklich! Ich seh ihn! Flieg weiter! Guck mich nicht an!
Galactus! Nein! Er hat uns attackiert! Die zwei mutigen Helden sind wieder auf dem Weg. Sie haben keine Angst vor Galactus. Der kleine Elf ist auch mit dabei. Ich werde euch beschützen! Okay, wir haben jetzt Verstärkung bekommen vom lieben Elfen. Ich baue, wir werden zurückkatapultiert. Das war maximal scheiße, Digga. Der Elf, was sollen wir tun? Dazu kann ich euch keine Antwort geben. Ihr müsst das mit dem Boot ausprobieren. Galactus hat die Tür zugemacht, der Horn. Galactus! Aber das wird sich jetzt ändern. Ich kann aber nicht mehr bauen. Ich geb Boost die ganze Zeit. Geb Boost, geb Boost, geb Boost, geb Boost. Geb Boost. Aufpassen, die werden sterben. Nein. Okay, jetzt kommt Boot, Leute. Und das Böse muss nun ein für alle Mal aus dieser Welt verschwinden. Deshalb brauchen wir eure Kraft. Hebt alle jetzt eure Hände nach oben und gebt uns eure Kraft für eine Genki-Dama, um diese Blockade zu durchdringen. Jeder einzelne von euch, Hände nach oben strecken. Ich mein's ernst. Ihr müsst wirklich eure Hände nach oben strecken. Guckt mal, sogar die Elfe hat das gesagt. Ich glaube, wir haben's, Digga, wir haben's. Wir haben's, wir sind durch die Barriere. Und es kommt dann eine zweite Barriere. Galactus, du Hund. Wir haben aber keine Waffen mitgenommen für den Kampf, Stani. Jetzt ist Ego-Perspektive. Okay, bei mir noch nicht. Bei mir ist noch gut. Ich habe eine gute Perspektive. Nee, wir hätten noch weiter rechts fahren müssen. Noch ne? Eine zweite Blockade. Soll ich für euch fahren? Ja, wir probieren es gleich. Wenn nicht, dann kommst du gleich rein. Jetzt okay. Geht's! Komm, Galactus, wir kommen immer näher. Nice! Irgendein Geräusch kam gerade. Oh mein Gott, Galactus! Ich seh ihn! Ich seh ihn auch, Bro. Oh mein Gott! Ihr habt es fast geschafft! Pass auf! Ja, ich mach Flickflack ein bisschen. Ich glaube, wir haben es durch, wir haben es durch, wir haben es durch. Wir haben es durch, Bro, wir haben es durch. Oh mein Gott. Komm, Shani. Die Menschheit glaubt an dich. Du musst das schaffen. Shani! Ich habe Angst! Komm. Leute, er braucht mehr Kraft, er braucht mehr Kraft. Er braucht eure Kraft jetzt! Alle eure Hände nach oben! Widerstand so ist, wie fühlt sich das an die Stark. Ganze Zeit? Siehst du, dass wir fliegen? Ja, Bro, wir fliegen auf die Spawninsel! Oh mein Gott! Leute, wir landen nach oben! Oh mein Gott, wie weit oben wir sind! Wir müssen weiter rumfahren. Weiter, 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 gib Gas! Ey, wir schaffen's, die! Wir schaffen's! Gib Gas! Leute, wir entfernen uns immer weiter weg vom Schiff. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Seid ihr bereit? Bro! Seid ihr bereit, Leute? In den Kampf zu Galactus! Bro! Nein! Er hat uns attackiert. Es hier bei dir regnet's. Oh. Das war's dann, glaube ich. Ey, wie groß der Typ ist, Bro. Wie groß der Typ ist.
Oh mein Gott, Leute. Holy moly, Macaroni.